Moin und willkommen zu dem kleinen Review-Video hier auf meinem Kanal, wo mal ein bisschen, ein anderes Spiel ansteht wie üblich. Und zwar, man sieht schon, 1860 München, also die Löwen, spielen gegen die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund. So ein krass besonderes Spiel ist es eigentlich gar nicht, aber aufgrund des Ergebnisses, nach gerade mal 17 Minuten kommt Dortmund 2, die ja eigentlich ganz klar der Underdog waren, schon mit, wie gesagt, eben 3:0 führen. Wirklich verrückt. Ausgegangen ist es dann mit 4:1. Und deswegen bin ich jetzt einfach mal gespannt, wie es hier und heute in FIFA ausgehen wird. Mehr gibt es aber auch gar nicht zum Sagen. Euch viel Spaß beim Spiel 60 gegen Dortmund 2. Let's go! Beziehungsweise bevor es wirklich losgeht, lasst euch jetzt unten gerne ein Abo da und aktiviert die Glocke. Ich würde mich mega freuen über euren Support. Jetzt geht's aber wirklich los. Hallo liebe Fußballfans, schön, dass Sie dabei sind. Ich begrüße Sie zum heutigen Spiel. Am Mikrofon sind auch heute wieder Wolf Fuß und der Kollege Frank Buschmann. Und heute sind wir zu Gast bei einem Ligaspiel. Wir freuen uns auf ein Riesenspiel. Also ich freue mich wirklich auf dieses Spiel. Das ist ein Duell, das es in sich hat. Diese Partie verspricht viel. Wird ein tolles Spiel. Mit dieser Aufstellung geht 1860 München ins heutige Spiel. Sie gehen es offensiv an. 4-5-1 heute. Denkt man ja erstmal gar nicht, wenn man da nur eine Spitze sieht. Aber aus dem Mittelfeld kommt da geballte Power nach vorne. Was sie immer wieder schaffen, ist enormen Druck aufzubauen. Und das macht sie so erfolgreich. Damit kannst du jedem Gegner dein Spiel aufzwingen. Aber du bist natürlich auch anfällig, darfst nie abschalten. Beide Mannschaften sind bereit, es geht los. Da gewinnt er den Zweikampf. Jetzt gibt er Freistoß, da hat er erst noch den Vorteil abgewartet. Alu-Treffer, was für eine Aktion. Sah gefährlich aus, dieser Kopfball, aber es fehlt das Glück. Lex. Janik Deichmann. Marcel Bär, da kommt der Pass. Er holt sich den Ball. Gehalten und das war ein richtig schwieriger Ball. Also ich glaube, den haben ehrlich gesagt alle hier schon im Tor gesehen. Super Reflex. Ecke in die Mitte. Da kann er jetzt erstmal klären. Könnte die Führung werden. Früh bringt er sie hier in Führung. Da ist das Tor.
Was für ein Ding. Schauen Sie sich das an. Druckvoll, ohne Ende. Perfekt getroffen. Der Keeper ohne jede Möglichkeit. Klasse. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Marcel Bär. Jetzt ist die Kugel weg. In der Szene muss er pfeifen. Einsatz war zu hart. Ball kommt in den 16er. Wichtiger Befreiungsschlag. Da ist Platz für den Konter. Da kommt der Konter. Da zieht er ab. Also am Ende ist kein Tor dabei rumgekommen, Buschi. Aber den Konter müssen wir trotzdem mal loben. Ja, der war sensationell gespielt. Bis auf den Abschluss alles richtig gemacht. Der bringt den Steilpass, könnte gefährlich werden. Nee, das ist abseits. Ah, das sah mir nach einer sehr engen Entscheidung aus, aber ich glaube, sie ist richtig. Langsam wird's gefährlich, schönes Dribbling. Gut, wie er den Ball abblockt. Könnte der Ausgleich werden. Da passt der klasse auf. Da kommt die Ecke. Nein, keine gute Befreiung hier. Die Szene erstmal zu Ende. Da haben sie Platz, jetzt vielleicht der Konter. Ja, aus so einer Konterchance müssen sie einfach mehr machen, da verlieren sie den Ballbesitz. Ah, oh, weiter mit dem Ball, tolle Szene. Da fehlen Zentimeter. Da kommt der Lupfer. Oh, da macht er diesen Fehler wieder gut. Es war wichtig, dass sie sich da nicht das Tor fangen. War eine haarsträubende Szene. Erstmal geklärt. Sehr guter Einsatz. Oh, gefährliche Szene. Da können Sie von Glück sagen, dass da nichts draus geworden ist.
Die Gastgeber sind beim Ballbesitz vorne, aber trotzdem weiter der Rückstand. Es gelingt ihnen einfach nicht aus dem Ball. Oh, das wird gefährlich. Gute Aktion vom Torhüter. Und die Situation geklärt. Ball bleibt hängen. Marcel Bär. Philipp Steinhardt. Sie lassen den Ball gut laufen. Schwer für den Gegner, das zu unterbinden. An die Latte geht der Ball. Aber er hätte nicht gezählt, so bitter das auch ist. Abseits, ja. Harte Entscheidung, aber richtige Entscheidung. Gutes Timing, gute Grätsche, er holt sich den Ball. Da suchen sie jetzt die Lücke. Riesenchance. Jetzt können sie nachlegen, gibt Ecke. Ecke kommt rein. Der Kopfball eigentlich eine gute Chance, aber am Ende fast harmlos. Den hat er nicht richtig getroffen. Marcel Bär. Außen werden die Räume jetzt da für 1860. Und das ist der Pausenpfiff in diesem Spiel. Der Schiedsrichter pfeift an, die zweite Hälfte läuft. Das hat er geahnt. Marcel Bär. Das macht er sehr gut. Richtig, dass er hier pfeift. Das war ein Foul. Keine Karte, aber jetzt muss er sich zurückhalten. Sonst gibt es beim nächsten Einsteigen Gelb. Wird hier jetzt einen Wechsel geben. '68 mit dem Ballgewinn. Philipp Steinhardt. Ball fliegt hoch ein. Keeper muss gar nicht eingreifen. Keine echte Gefahr. Es bleibt hier beim Spielstand. Er ist frei, da kann was draus werden. An den Pfosten. Sie haben geklärt. Ah, das hätte der Ausgleich sein können. Das Alu hatte was dagegen und wichtig wird sein, das jetzt abzuhaken, nicht nachzulassen, keinen Frust aufkommen zu lassen, weiterzumachen. Und dann ist der Ball weg. Es sieht zwar nicht so aus, aber du brauchst technisch starke Spieler, wenn du so ein passintensives Spiel... Klasse Parade, aber weiterhin gefährlich. War am Ende dann doch nicht entschlossen genug.
Mitspieler frei, jetzt kann der Pass kommen. Stark gemacht, das könnte was werden. Ah, das war natürlich eine klasse Aktion. Ja, da hat man wieder gesehen, er behält einfach die Ruhe. Was für ein Torhüter. Also bei dem Spielstand kannst du so einen recht gut gebrauchen. So, Ecke kommt. Ja, ganz energisch. Ball ist raus. Er schießt. Der Keeper hat den Ball, der war nicht platziert genug. Klasse, wie er das macht. Holt sich den Ball. Toller Pass. Es läuft für sie. Er macht das Tor. Neue Führung damit also. Zwei Tore. Da ist nochmal die Szene, die zum Tor geführt hat. Erst der Steilpass und dann ist es klasse gemacht. Knipserqualitäten, würde ich sagen. Aus kurzer Distanz lässt er dem Keeper keine Chance. Spielstand 2-0. Im Moment läuft es natürlich für sie. Lex. Zwanzig Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut. Er fängt diesen Pass ab. Vorne jetzt die Balleroberung. Da gibt er Freistoß. Gute Möglichkeit. Auf beiden Seiten wird nun gewechselt. Toller Freistoß, aber ganz knapp. Was für ein Schuss. Und man sieht es an den Gesichtern der Abwehr. Da haben sie Riesenglück gehabt. Kurzer Blick zur Uhr. Viertelstündchen haben wir noch. Die Gäste liegen hinten, was den Ballbesitz angeht. Aber sie machen eben sehr viel aus ihrem Ballbesitz, spielen unheimlich effektiv. Rausgekommen ist diese Führung. Auch im Moment sind sie ja nicht im Ballbesitz. Da ist er da. Guter Zweikampf. Er hat den Ball. Marcel Bär. War kein guter Pass. Das war keine wirkliche Herausforderung für den Torwart. Klarer Rückstand für die Gastgeber. Gleich bekommen wir hier den Schlusspfiff. Sie haben heute, sagen wir es mal freundlich, eine unterdurchschnittliche Leistung abgerufen. Das können Sie alles besser. Wo waren Sie denn heute, die großen Stärken der Mannschaft? Weit und breit nichts zu sehen. Zwei Tore Rückstand. Ich glaube, die Sache ist durch. Ja, guter Pass. Und der Angriff ist wohl erstmal vorbei. Marcel Bär. Machen Sie gut. Steilpass. Das sieht gut aus. Er geht dazwischen. Zwei Minuten Nachspielzeit sind angezeigt. Er passt gut auf und hat den Ball.
Das ist der Schlusspfiff. Die Gastgeber haben heute also verloren. Ah, das ist so ein Spiel, aus dem sie lernen können, aus dem sie lernen werden. Dafür ist das Trainerteam ja bekannt. Sie analysieren so eine Niederlage ganz genau, finden die Schwächen, arbeiten an diesen Schwächen und dann erleben wir beim nächsten Mal eine ganz andere Truppe. Ein gutes Spiel von ihm heute, kann man nicht anders sagen. Klar, wenn du ein Tor in so einem Spiel erzielst, dann darfst du dich feiern lassen. Das war ein richtig guter Auftritt heute.